Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp-Video von Smarten Marketing. Heute geht es um Newsletter-Marketing und um die Aussage, Newsletter-Marketing ist ja bereits tot, warum soll ich noch Newsletter machen? Und da möchte ich einfach mal darauf eingehen, dass Newsletter-Marketing auf keinen Fall tot ist. Was vielleicht Newsletter-Marketing in Zukunft etwas ablösen könnte und warum E-Mail-Marketing noch Nummer 1 in vielen, vielen Unternehmen ist. Bei mir auf jeden Fall und auch bei vielen anderen Unternehmen. Okay, also Newsletter-Marketing ist auf keinen Fall tot. Letztes Jahr sind 680 Millionen E-Mails in Deutschland versendet worden und 23% des Umsatzes weltweit kam durch E-Mail-Marketing. Nochmals, 23% des Umsatzes weltweit kam durch E-Mail-Marketing. Mehr als 20% nur durch E-Mail-Marketing. Krass, oder? Also E-Mail-Marketing steht bei mir an Nummer 1, lange vor Facebook, vor Instagram, vor meiner Webseite und anderes. Durch E-Mail-Marketing kannst du Vertrauen aufbauen. Du kannst genau die Bedürfnisse deiner Leser stillen, du kannst deren Probleme lösen, du kannst ihnen immer wieder etwas schenken, immer wieder etwas geben und dich als Experte positionieren. Und des Weiteren kannst du über E-Mail-Marketing natürlich deine Dienstleistung, dein Produkt bewerben, dein Angebot machen. Du kannst immer wieder über E-Mail-Marketing verkaufen. So eine Grundregel, aber das werden wir in den weiteren Quick-Tipp-Videos noch besprechen. 4 Mehrwert-E-Mail, eine Promo-E-Mail. 4 Mehrwert-E-Mail, die Vertrauen aufbauen, die in das Thema der Promotion einführen und dann eine Promo zum Beispiel. E-Mail-Marketing ist keineswegs tot. Es ist E-Mail-Marketing, die Leute tragen sich immer wieder ein. Ich bekomme täglich zwischen 20 und 30 neue Leads auf meine E-Mail-Funnel, auf mein E-Mail-Marketing. Am Anfang war das natürlich weniger, aber du musst einfach mal damit anfangen. Klar, wir bekommen alle viel zu viele E-Mails, viel zu viel Spam. Du kennst es bestimmt, täglich 10, 20, 30 Spam-E-Mails. Das ist natürlich ein Problem, aber es gibt trotzdem viele gute Newsletter oder E-Mail-Marketings, die einfach gut funktionieren, die du gerne liest, die deine Leser gerne öffnen. Und da musst du dir einfach einen Weg finden, einen Mittel finden, das für dich passt, für deine Leser passt und nicht als Spam gilt. Wie das Ganze geht, werde ich dir auch gleich noch erklären. Am Anfang der Quick-Tipp-Reihe habe ich ja gesagt, E-Mail-Marketing könnte eventuell abgelöst werden, aber nur zum Teil. Durch sogenannte Chatbots. Zum Beispiel bei Facebook kann man ja Chatbots installieren, die automatisch über den Facebook Messenger Nachrichten verschicken, mit dir kommunizieren und so weiter. Und oft hört man jetzt, Chatbots werden Newsletter-Marketing endlich ablösen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, glaube ich auch nicht, dass das Ganze abgelöst wird, denn Newsletter, eine E-Mail-Adresse bzw. der gesamte Newsletter gehört immer dir. Du kannst jeden Anbieter wechseln, aber das gehört dir. Deine Facebook-Fanzahl, deine Facebook-Seite gehört Facebook. Wenn Facebook mal schließt, technische Probleme hat, auf einmal in deinem Land nicht mehr verfügbar ist oder was auch immer, dann hast du alles verloren. Beim Newsletter, du hast die E-Mail-Adresse, du kannst sie immer wieder erreichen. Und deswegen glaube ich auch, dass Chatbots das Ganze einfach nicht so ablösen. Es wird sich aufteilen wahrscheinlich, aber Newsletter-Marketing bleibt immer Nummer 1, zumindest die nächsten Jahre, Monate, Wochen, Tage. Aber ich glaube, Newsletter-Marketing bleibt noch lange bestehen. Für mich, und ich kenne auch sehr, sehr viele andere Leute wie Calvin Hollywood, Dirk Kräuter, Nina Schnitzenbaumer und ganz, ganz viele andere Unternehmen, nicht nur im Fotografiebereich, sondern auch im Dienstleistungsbereich. Newsletter-Marketing funktioniert, ist einfach super genial. Und wenn du dir deinen Newsletter aufbauen möchtest, wenn du sagst, ja, ich bin Hochzeitsdienstleister, Hochzeitsfotograf oder was auch immer, bei mir funktioniert E-Mail-Marketing nicht. Oder ja, ich möchte mir E-Mail aufbauen. Eins der beiden, dann schau dir unbedingt mal meine Newsletter-Challenge an. Ich habe eine 30-Tage-Newsletter-Challenge ins Leben gerufen, die ist völlig kostenlos. Dort bekommst du jeden Tag ein Video zum Thema Newsletter, wie du dir deinen Newsletter aufbauen kannst. Und ja, auch als Hochzeitsfotograf, als Hochzeitsdienstleister macht es sehr, sehr viel Sinn, einen Newsletter aufzubauen. Ich habe zum Beispiel als Hochzeitsvideograf
eine 11 Wochen Hochzeitstipp-E-Mail-Serie für meine Brautpaare entwickelt oder für zukünftige Brautpaare. Alle Leute, die sich bei mir eintragen, anfragen zum Thema Hochzeiten, bekommen eben diese 11 Wochen Hochzeitstipps-E-Mail-Serie geschenkt, bekommen dann 11 Wochen lang eine E-Mail-Serie von mir und ich baue Vertrauen auf, zeige, dass ich Experte bin und verkaufe dann auch die eine oder andere Hochzeitsbegleitung über diesen Newsletter. Also, wenn du dir deinen Newsletter aufbauen möchtest, und das solltest du unbedingt machen, dann sichere dir die 30-Tage-Newsletter-Challenge völlig kostenlos, newsletterchallenge.click, und dort gibt es noch ganz, ganz viele Videos und Tipps dazu. Okay, das war's von dem heutigen Quick-Tipp. Wir werden zum Thema Newsletter-Marketing noch ganz viele Quick-Tipp-Videos aufnehmen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du zufrieden warst, Daumen nach oben, Kommentare teilen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem smarten Marketing. Ciao, bis bald.